auf EU-Ebene, Entschuldigung, eine Fliege aus. Der Vertrag von Lissabon erlaubt Ihnen, sich auszusuchen, welche EU-Maßnahmen auf der Insel gelten sollen und welche nicht. 11 Regeln haben die Briten akzeptiert. Premier Cameron hat sich aber gleich wieder den Zorn der Abgeordneten zugezogen. Denn der in Großbritannien umstrittene EU-Haftbefehl, der bleibt. Cameron wird jetzt vorgeworfen, er habe das Parlament hinters Licht geführt, um eine Revolte der EU-Skeptiker in seiner Partei zu unterdrücken. Und auch der Bevölkerung ist das Vertrauen in Cameron, das Beste für Großbritannien bei Reformverhandlungen herauszuholen, gesunken, berichtet aus London Bettina Prendergast.